Wobei ich fast überall wieder mitgekommen Thank you.
einfach nicht, Jato. Ach, halb so wild. Halb so wild? Du bist gebissen worden, bist jetzt ein verdammter Zombie, Mann. Von wegen? Ein Gott kann nicht so ein Zombie werden. Ach, alles halb so wild, das ist nicht so schlimm. Bis das Gift in meinem göttlichen Körper sich ausgebreitet hat, haben wir schon längst ein Gegenmittel gefunden. Ich hoffe, du hast recht. Na klar. Und du bist dir wirklich sicher, dass ich nicht zu einem Zombie werden kann? Ich meine, du warst dir bei dir auch sicher. Jetzt? Bei dir bin ich mir wirklich sicher. Außerdem bist du ein Geist, du bist schon tot. Ja, aber ich bin ja nicht so ein körperloser Geist, verstehst du? Ich kann ja Dinge anfassen und so. Aber tot ist tot. Ist ja gut. Ach, jetzt zieh nicht so ein Gesicht, Yuhine. Ich hätte echt Bock auf was Fleischiges. Dann könnten wir uns gerne um das Gegenmittel kümmern. Was? Nein! Hast du etwa vergessen, warum wir überhaupt hier sind? Wir haben einen Hilfeanruf erhalten. Wir müssen den Anrufer unbedingt finden. Es ist schon seltsam genug, dass wir uns nicht direkt zur Quelle teleportieren konnten. Wenn etwas war ein Weg. Etwas Magisches. Es muss schon sehr starke Magie sein, wenn sie deine Teleportation aufhalten konnte. Ich meine, du bist zwar irgendwie ranzig, aber immer noch ein Gott. Hey, was ist das? Etwas Fleischiges? Nein! Sieht aus wie Haare. Komm, wir folgen dem. Vielleicht führt es uns irgendwo hin. Gott. Gar keine Ahnung. Gib das her. Jato, gib mir das. Hier ist eine Barriere. Jato, von hier muss der Hilferuf gekommen sein. Und da ist Musik. Hör doch mal. Von da oben kommt Musik, ganz leise. Jato? Okay, hör gut zu. Ich werde jetzt dort hochgehen und nachschauen, ob da jemand ist. Und du wartest hier. Hast du das verstanden? Oha. Und hier wird nichts gegessen. Nichts. Ich bin der Einzige, der diesen
Tränkchen brauen kann. Wenn ich zum Zombie mutiere, dann sind wir alle verloren. Aber kann ich nicht die restlichen Zutaten holen? Du kleiner Knirps, um die Saving der People willst du dich bemühen. Dann erhoben, bist du doch voll grün. Was? Ich bin nicht klein und grün schon gar nicht. Ich bin ein gesegnetes Werkzeug. Ich schaff das. Immerhin muss ich Jato retten. Chill deine Base und bleib mal gespannt. Wenn du verkackst, dann bin ich gleich. Ich lese dir vor. Komm ran und beeil dich. Ein Ring, sie zu knechten. War der falsche Film, sorry. Ein Ring. Knutka, der gehört zur Story. Da brauch ich was, das nennt sich Cola Zero. Besorgst du mir das, bist du mein Hero. Den besten Trank, keiner vorher braucht, dazu brauch ich einen Pokéball. Ist dir das klar? Was ist ein Pokéball? Hast du nie Pokémon Go gespielt oder was? Letzte Mal. Die letzte Zutat ist mega wichtig, die ist so geheim, ich weiß selbst ich. Also noch nicht. Okay, ich schaff das. Aber bevor du gehst, musst du dir jetzt mal was reinziehen. Das hab ich gerade frisch aufgelegt, Mann. Pass mal auf. Die Stickelbrot ist frisch aus dem Ofen. Leute, schick mal meine neuen Strophen. Auf jedes Wort hat einen fresh Reim. Bin der krasseste Sticher in Hogwarts Altenheim. Yeah! Hast du zufällig den Arm gesehen, wo ein Ring dran ist? Warte! Don't you wanna get away from this?
I'm trapped in. Now I admire you, and never show you. You're not just something, really it's something. I live among the swells, we can pick up peanut shells. I'll have to leave that to you. Das heißt, zu viele Zombies, zu wenig Nahrung. Was wird dann passieren? Wie lange können Zombies eigentlich ohne Essen auskommen? Ich habe mich noch nie mit Zombies beschäftigt. Können die eigentlich verhungern? Ich brauche mehr Informationen. Ich hätte mir lesen... Stopp! Hast du gerade gesagt, es gibt bald nichts mehr zu essen? Ja. Nein! Was soll ich nur tun? Yukine, hast du das gerade gehört? Es gibt bald nichts mehr zu essen. Ich werde verhungern. Was soll ich nur tun? Seki! Ja, du hör auf! Wenn es mal nicht so zu essen gibt, werde ich eben dieses Feld mal essen. Ist gut, Yuki. Verdammt, Yato, was sollte das? Wenn du für mich nicht kämpfen willst, dann nützt du mir nichts. Du bist ja schon ganz stumpf. Bleib doch hier, ich brauch dich nicht mehr. Los, Yatoisten, wir gehen. Aber Yato, was bist du? Du bist kein Mensch. Verstehe. Yukine ist also ein Geist und deswegen gegen das Virus immun. Und weil wir als Zombies dem Toten näher sind als dem Leben, können wir ihn sehen. Und du hast diesen Yato angegriffen, weil er durch das Virus ein verdorbener Gott geworden ist? Was sagst du, wenn wir nicht aufhalten, wird er zum Oberzombie mutieren und stärker als wir alle zusammen? Aufhalten? Wir dürfen ihm nichts tun. Yato ist mein Meister. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Was war das vorhin? Du warst sein Schwert? Ja, Yato ist ein Gott. Götter können Geister zu ihrem Shinki machen. Und so bin ich sein Schwert geworden. Wenn er Seki ruft, verwandle ich mich in sein Schwert. Götter, verstehe. Yato, brauchst du mich jetzt wirklich nicht mehr? Ach, lass den Kopf nicht hängen. Wir werden schon einen Weg finden, das Ganze zu stoppen. Und ich werde dir dabei helfen, so gut ich kann. Du kannst mich Deku nennen. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, San sagt, das sei für dich, die hat den Arm mit dem Ring gefunden. Ah, das hatte ich schon fast vergessen. Stimmt ja, danke. Aber wie kommt es eigentlich, dass du verstehst, was sie sagt? Das ist zombisch. Ihr Zombie-Level scheint weiter fortgeschritten zu sein als meins, deswegen kannst du sie wohl nicht mehr verstehen. Aber weil ich auch ein Zombie bin, ist das für mich kein Problem. Also... Je länger man ein Zombie ist, desto schlimmer wird es? Ganz genau. Und das Virus scheint bei deinem Kumpel unnormal schnell voranzuschreiten. Ich frage mich, woran das liegt, ob göttisches Blut wirklich so anders ist als menschliches Blut. Ich habe mich auch damit noch nicht beschäftigt, aber es muss ja auch anders sein, sonst wäre der ja nicht stärker als wir alle zusammen. Okay, das muss ich erklären. Hör mal, es gibt ja jemanden, der Gegenmittel herstellen kann. Für ihn brauche ich auch den Ring. Was? Das heißt, ich kann wieder ein Mensch werden? Was brauchen wir noch? Also es ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Du scheinst ein netter Zombie zu sein. Aber ja, ich kann zwar nicht zum Zombie werden, aber ihr könnt mich...
essen. Deswegen würde ich gerne schrittweise vorgehen, wenn das in Ordnung ist. Als nächstes bräuchten wir eine Cola. Wahrscheinlich nicht, also bin ich einfach weitergelaufen. Aber vielleicht ist da ja was drin. Ja, lass uns doch dahin gehen, okay? Alles klar. Thank you.
Nein, würde ich mir meinen Song bringen. Habt ihr gesehen, wie die beiden abgegangen sind? Richtig heftig, richtig krasse Party. Das war fast so krass, als damals, als ich auf den kleinen Jungen aufgepasst habe. Der hat einen Stein gegen den Kopf bekommen. Richtig feinlich. Viel zu nah und alles. Alle haben sich über ihn lustig gemacht. Hat unter einer Treppe gelebt oder so. Ach ja. Gucken, was hier sonst noch so geht. Wo es mir gerade einfällt. Apropos kleiner Knirps, gucken, was der Knirps so macht. Pollen, Pollen! Hallo? Jo, hier ist Christi am Apparat, der hat immer einen Rat für dich. Also was geht? Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Kiosk, um dort eine Cola zu suchen. Zero! Was? Cola Zero, meinst du? Und wenn du die hast, bringst du mir die sofort. Ist ja gut, ist ja gut. Sofort, klick! Pollen, Pollen! Hey, für dich. Hallo? Jo, was geht, Mann? Ich weiß zwar gerade nicht, wer am Telefon ist, aber müssen wir jetzt erstmal eine fette Beatbox machen. Was? Eine Beatbox, Mann! Ohne Beats keine Reime, ohne Reime kein Trank, ohne Trank keine Rettung der Menschheit. Oh, okay. Jo. Jo, jo, jo! Deine Reiz sind weg, deine Mutter richtig schreck, deine Reiz sind kein Junge Hass, meine Backe. Hey! Ho! Ich bin ein bisschen gegen, ganz ohne Freude, diese ganzen Zombies sind ein Riesenklag. Jetzt aber Schluss, keinen Grund zu schauen, unser Wiedersehen mit dich lange dauern. Ja! Ja! Pollen, Pollen! Sei kein Wicht, vergiss die Cola Zero nicht! Klick! Oh Mann, hier sieht es ja echt schlimm aus. Will ich hier noch eine Cola finden? Ich weiß nicht, hier hinten, weil... Den Getränk müsste noch was sein. Oh, hey, hey, hier ist doch eine. Nein. Das ist aber leid. Meint ihr, das geht auch? Keine Ahnung, er hat ja ganz klar Cola gesagt. Da muss ihn wohl jemand anrufen. Mach ich das eben. Yo, hier ist Fresh Dumbledore. Back from the underground, back from all. Ich rappe hier, ich rappe dort. Ich rappe wunderbar besser als der dunkle Lord. Wir haben jetzt hier eine Light. Geht das auch? Was, Light? Nein, das geht natürlich nicht. Hast du Bohnen in den Ohren? Light ist doch total kacke und voll laut. Nee. Ja, aber... Nix aber! Wer die Rules breakt, wird gepunished! Wir müssen mal weitersuchen. Thank you.
verstehst du endlich, dass ich nicht dein Mittagessen bin? Sun sagt, das sei für dich. Für mich? Was hast du denn da? Jetzt, wo du es sagst, ich langsam echt Hunger. Dass wohl noch gut ist? Ich kann nirgends ein Datum finden. Ich schnupper mal besser dran. Warum geht das denn los? Gib mir das mal. Als ob du das jetzt aufkriegst. Das war nur so leicht, wenn ich die Vorarbeit gemacht habe. Ja, ist noch gut. Was macht ihr denn da? Ist das ein Skelett? Der arme Kerl. Hey Leute, das ist eine da. Eine Cola Zero. Yes. Was? Kommt. Auf geht's, Leute, kommt. Ja, Zeit. Das ist der arme Kerl, das ist ja. Also, ich habe den Ring und die Cola Zero, aber den Pokéball konnte ich noch nicht auftreiben. In den Trank? Das gute Zeug! Das will ich doch nie im Leben da reinpacken! Natürlich war das für mich! Ist das dein Ernst? Na klar! Siehst du nicht mein Serious Face? Merkst du den Unterschied? Weißt du eigentlich, was wir alles tun mussten, um da ranzukommen? Nö! Ist mir aber auch schnuppe! Verdammter. Hey, Sam, Lust auf Zauberer? Jetzt bleib doch mal geschmeidig. Du musst wissen, ich habe jetzt endlich die letzte Zutat rausgefunden. Beim letzten Freestyle ist mir einfach so über die Lippen gerutscht. Pass mal auf. Ich bin ein Kreis und trotzdem heißt you know. Drum mach keinen Scheiß, oh no. Besorg mir eine Lot Götterschweiß. Warte, den Schweiß eines Gottes? Das ist einfach, ich kenne da einen Gott. Er hält mich ständig in seinen schwitzigen Händen. Ich bin voll davon. Bah, ist ja widerlich! Das alles. Nein, der Schweiß muss fresh sein. So wie ich. Und noch glänzend. Pass mal auf, ich habe hier eine Fiole. Die machst du bis zum Rand voll. Das ist selbst für Jato verdammt viel Schweiß. Well, I won't give up.
own us. Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up, seeing the stars. Away so easily, I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world. Yeah.
Yeah.
ein Mensch. Ja, ich auch. Wir müssen das Gegenmittel schnell verteilen. Ja, du hast recht, los. Aber, Moment, woher wussten wir eigentlich, was wir brauchen für diesen Gegentrank? Ich weiß nicht, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Los, komm. Ja. Sie haben mich vergessen und können mich nicht mehr sehen. Ach, mach dir nichts draus. Lass den Kopf nicht so hängen. Das ist nicht unsere Welt. Zu Hause wartet jemand auf uns. Jo, jo, jo! Jetzt, wo die Kleinkinder eigentlich mal weg sind, können wir hier mal richtig auftreten. Machen eine noch größere Party mit einem neuen Cocktail. Aber dafür brauche ich eure Hilfe, wie Son Goku bei der Genki-Dama. Ich sage Fresh und ihr sagt Tee. Fresh! Fresh! Jawohl, ihr seid geil! Auf geht's!
natürlich auch noch ein riesen Dankeschön an euch für dieses super geile Publikum. Wenn ihr uns besuchen wollt, da. Wir haben einen neuen Namen, den ich nicht weiß. RS-Showgruppe bei Twitter. Ja, das haben wir heute gemacht, weil wir uns dachten, das ist cool. Ja, genau, also vergesst das da vorne, sondern sucht da drunter. Was noch? Wir sind morgen noch auf der Shizuru, treten im gleichen Stück auf. Und auf der... Nein. Doch nicht, okay. Ja, das ist das, wenn ihr uns dann nochmal sehen wollt. Genau, wenn ihr Bock habt. Hab ich was vergessen? Doch nicht, nein, super. Danke euch, war super schön. Ja? Die sagt nichts, ist das auch eine Antwort? Könnt ihr mit dem Licht flackern, wenn das okay ist? Einmal da, zweimal da. Die haben gewunken, ich sehe gar nichts. Ja, super. Habt ihr ein besonderes Lied? Oder? Was? Ja! Ihr dürft euch ein Lied aussuchen, weil wir haben kein extra Zugabenlied. Wir sind nicht vorbereitet. Michael Jackson, Thriller! Dinge, die werden noch mal brauchen, ganz zum Schluss. Finish gibt's noch nicht. Thank you.